Essen. Hallo, guten Abend. Danke, das haben Sie gewartet, geduldig. Ja, wir sind wieder zurück. Nach meiner Rechnung, wir sind im Judith-Buch Anfang Kapitel 12. Ob es ist falsch oder ist es richtig? Sagen Sie mir. Ja. Ich weiß es nicht, ich war das letzte Mal nicht dabei. Aha. Aha, ach so. Okay, wie überhaupt für Jutta, wir haben uns lesen die ein Apokryph, ein Buch, das heißt Judith-Buch. Es kommt tatsächlich von Chanukka. Ja, also dem Buch ist es bekannt, wichtig, nicht heilig beim Juden. Das heißt, er ist nicht erzählt zum 24 heilige Bücher. Er ist nicht im Tanach. Aber doch, er war ein Kandidat sozusagen zum Tanach geworden. Am Ende hat gescheitert im, weiß nicht, Halbfinale, so sieht aus. Aber es ist doch ein wichtiges Buch mit gewissen Fälschungen, das haben wir schon gestanden und verstanden. Ja, dass die ausfällige Fälschung spricht über die Babylonier und Persen. Ja, das ist ganz auffällig. Aber tatsächlich ist es griechische Zeit. Das heißt, gute 500 Jahre später. Und das ist genau die Chanukka. Ja, also 200 vor 0. Die Chanukka war minus 140, 160. Ja, und tatsächlich die Geschichte ist es bekannt, besonders in einige christliche Kirchen, weil sie haben dieses Buch als wichtiges Buch akzeptieren. Richtig? Guter Begriff. Also das heißt, wo, Eva, helfen Sie mich? Ja, es gehört zur katholischen Da, zum Bibel dazu. katholischen und orthodoxisch, Orthodox auch, russisch-orthodoxisch ja. Kirchen. Beim Protestanten dieses Buch existiert nicht. Ja? Also im orthodoxen Kirche ist es eine empfehlende Buch. Das heißt, große Empfehlung zum Lesen. Und für uns, was ist wichtig, ist nicht dieselbe Geschichte, die ist einfach, sondern die, was steht daneben, ja, die Erzählungen, ja, zum Beispiel die Rede von dieser Chior, die erzählt tatsächlich, was Judentum ist, ja. Das bewundert uns. Also wieder, es ist keine originelle hebräische Text, haben wir bekommen. Die existierenden ältesten Texte sind auf Griechisch. Meine Texte auf Hebräisch ist eine Rekonstruktion, eine Übersetzung zurück, sozusagen. Und doch, ich identifiziere viele, viele Zitate von Torah und von Tanach in diesem Buch stellen. Das sieht aus als originelle Zitate, weil wir kennen die Originelle. Ja? Also das ist sehr, sehr interessant. Zum Beispiel in anderen Büchern wie Ruth-Rolle, ja? Oder Esther-Rolle. Es ist seine eigene Sprache. Die Bücher, die haben sich eigene Sprichworte geprägt, sozusagen. Aber dieses Buch, umgekehrt, er zitiert viel, viel bekannte Quellen. Das heißt, keine eigene Sprache, umgekehrt, es ist eine Probe, klassisch sein, klassisch geblieben und eine, ist nicht Althebräisch, eine schöne Hebräisch, die mit einer Pretensie zum Torah-Sprache befinden sich am Ende. Also im Kurz, ja, die Geschichte ist folgendes: die Nebuchadnezzar, so ist nach dem Buch, es ist historisch falsch, aber egal, er macht eine Rache in alle Völker im Nahen Osten sozusagen und gibt es eine seltsame jüdische Volk. Die bezeichnet ich als seltsame Leute auf die Berge. Das ist der Begriff. Die aufgeben nicht. Alle anderen sind aufgeben. Mach du, was du willst. Wir sind deine Sklave. Er doch
macht die Rache, aber die Juden vergeben nicht. Und dann gibt es eine Geschichte mit Stadt, die heißt Batul, Batulia, eine Jungfraustadt, sozusagen, in Übersetzung. Ja? Betulin, es ist eine Jungfrau, direkte Übersetzung. Also, und dort, diese Stadt, nach dem Text, ist in niedrige Galiläa liegt, die Berge, aber nicht so hohe Berge wie im libanonischen Berge, ja? Aber doch die Berge. Sagen wir zum Beispiel Afula, Karmel, solche Umgebung, ja. Dort gibt es die Berge, aber nicht riesig. Und dann, diese Stadt ist in Belagerung und dann ist es eine Hunger und die Leute wollen aufgeben. Ja? Die sind die Sklaven von dich, von Nebuchadnezzar. Die Hauptheld, Hauptdarsteller ist, oh, soll wir kommen. Er heißt Olofreni auf Hebräisch, Olofren auf Lateinisch, richtig? Hallo, guten Abend, guten Abend. Wir sind zurück. Danke über die Spenden. Ja, ich habe gefunden einige Spenden auf diese Konto. Herzlichen Dank. Ja, das sind die Kleinen. Also, ich erinnere, wir waren einen Monat nicht, ja, nicht im Unterricht. Ich erinnere die kurze Linie von Judith Buch. Wir sind jetzt auf Anfang Kapitel 12 und dort gibt es eine gerechtige Frau, die heißt Judith. Die heißt Judith, sie ist eine Witwe. Eine Witwe, der Mann verstorben ist. Sie ist eine reiche Frau, die lebt ganz asketisch. Ja? Genau wie Franziskaner. Ja? Sie gehen ja, ohne Schuhe. Ja? Und besteuern, das muss dann keine Eigentum herrschen, weil den Jesus, die Vorbild von Franziskaner, hat nach seiner Theorie, das ist falsch, hatte kein Eigentum. Das ist natürlich nicht richtig, es ist bloß. Egal. Also, sie ist reich, sie hat Sklaven und viele Arbeiten, sie hat Erdestückchen. Ja, aber sie ist asketisch, sie fastet und betet und nur am Schabbat ist normal, sozusagen. Ja, so ist die Quelle. Und dann, sie macht eine Mini-Rebellion in dem Staat. Sie will nicht aufgeben. Sie sagt, beten Sie für mich. Ein bisschen christliche Sprache. Das heißt, Christentum hat diese Phrase genommen zu ernst. Ja? Und wir sollen nicht aufgeben. Es steht dort 5 Tage, dann gibt es keine göttliche Erlösung, wir sind offen in dem Staat. Und dann, diese Frau geht mit ihrer Sklaverin zum Disolofreni. Und sie sagt was? Eine interessante Geschichte. Sie ist zum prophezeischen Familie. Die Männer in der Familie sind Propheten. Kennen Sie diese Verstellung? Das bekommt zum evangelisch-protestantischen Gemeinden. Viele protestantische Gemeinden glauben, auch heute und vielleicht besonders heute, dass Prophezeiung hat sich nicht beendet. Mhm. Prophezeiung ist noch existiert und sie praktizieren das. Ich höre diese Geschichten vielmal von unseren Menor in Transkarpatien. Mhm. Und die Leute dort waren viele Generationen in verschiedene evangelische Communities und Gemeinden, zum Beispiel Adventisten, zum Beispiel Adventisten für 7. Tag, dem Schabbat. Mhm. Gibt es Adventisten für Sonntag auch? Die sind andere Adventisten. Ja, ja. Das. Also gibt Baptisten. Viele unserer Leute haben vom Subotnikum gekommen sind. Das heißt Subotniken. Kennen Sie diesen Begriff? Nein. Oh, es ist eine wichtige Begriff, das sollen Sie wissen.
Okay, das ist in die Klammern, in die Klammern. Wir kommen bald zurück zum Judith-Buch. Also, Subotnikim, es kommt vom russischen Wort Subota, Shabbat. Okay? Die sind Christen, die halten Shabbat. Ich erkläre bald, was halten sie nicht im jüdischen Verständnis, aber doch. Sie sagen ganz interessant, dass im Shabbat sind nicht nur die Juden verpflichtet sind, sondern die ganze Welt, die ganze Menschheit. Was ist die Quelle? Die Tora. Es steht am Ende der Weltschöpfung, am siebten Tag, der Gott hat berührt sich und Schabbat gehalten. Keine Juden in der Welt. Ja, nur Adam und Eva. Sie waren keine Juden. Ja? Sie waren Menschen, allgemeine. Ohne Verteilung zu Sprachen und Nationalitäten. Also, von dieser Quelle ist es ganz, ganz schwer diskutieren mit dieser Idee. Weil es ist teilweise richtig. Das heißt, die Idee vom Schabbat steht vor Abraham, vor überhaupt Schaffung des jüdischen Volkes. Chronologisch ist es völlig recht. Deswegen diese Leute nehmen diese Idee, dass die echten Christen sollen Schabbat und nicht Sonntag halten. Und ich sage euch, manchmal ich gehe dort in Munkanch, Ungar, ja, die alte ungarische Städte, heute mit russisch-ukrainischen Namen, Ukacheva, Uzhgorod, und dort gibt es die großen Billboards, du sollst den Schabbat halten. Und die Zitate vom Torah auf Ukrainisch. Die Bezahler, die diese Gruppe von Subotniken, ist keine jüdische Werbung, überhaupt. Verstehen Sie? Mhm. Das heißt, die Leute glauben theologisch, rein theologisch, dass Christen sollen, das heißt, Sonntag ist eine, ich weiß nicht was, eine Fehler, Verwirrung, weiß, aber es ist nicht wichtig. Okay, also natürlich, sie halten Schabbat nicht im halachischen Weg, wie ich halte. Sagen wir so, sie ehren Schabbat. Ja, ehren und nicht tatsächlich halten Schabbat. Das heißt, sie natürlich fahren mit dem Auto. Das heißt, sie verstehen die verbotene Arbeit als schwierige Arbeit. Ja? Für jemanden ist es einfach mit dem Auto fahren, also ist keine Arbeit. Von jemandem, weiß nicht was, Strom, Handy, an- oder ausmachen, ist es nicht schwierig, also ist keine Arbeit. Ja? Aber doch, weiß nicht was, Kleidung waschen, ja. Solche, ja, machen die Boden, ja, und solche, ja, die Arbeiten, ja, Haushalt, ja, das geht nicht, nach seinem Glauben, ja. Also, und sie sammeln sich am Schabbat, Samstagmorgen, und dann stehen die Leute und prophezeien, echt. Ich habe einige Leute bei mir in Karlsruhe, die wollten konvertieren sich. Und sie haben gesagt, ich komme von Prophetenfamilie. Ich sagte, was? Welche Propheten? Was meinst du? Und dann sie erklären, und das habe ich erfahren, dass in einige christliche Kirchen diese Propheten sozusagen, diese Statut oder diese Leute existieren bis heute. Richtig? Ja, kenne ich. Ich komme auch aus einer evangelikalen Gemeinde und das ist da absolut üblich. Also ist jetzt nicht so, dass ich sagen kann, in der Gemeinde, aus der ich jetzt komme, dass das jetzt sehr geübt wird, aber mir ist das ein totaler Begriff. Also das gibt viele Gemeinden, da gibt es Propheten. Ja, und dann also, nennen sich so. Ja, und dann die Leute sammeln sich zusammen. Im evangelischen Gemeinde ist das ganz, ganz gewöhnlich. Die Leute sammeln sich und unterrichten jeden anderen. Mhm. Demokratie. Ist es gut, ja,
Und dann aufstehen die Leute und quasi, ich weiß nicht was, prophezeiische Geist, Wind, ja, und etwa so. Ja, und dann sie reden und reden, die Frauen, die Männer. Manchmal passiert, es ist dieses Phänomen, es ist auch die Wissenschaft nimmt das ganz, ganz vorsichtig, weil manchmal passiert, dass die Leute, genau wie im Evangelium geschrieben, die Leute reden auf unbekannte Sprachen. Es passiert auch heute. Echt. Die Leute reden in die Sprache Portugiesisch. Im normalen Leben, sie können nicht. Aber im solchen, plötzlich ist es passiert. Also, das ist ein Phänomen, ein psychosomatisches Phänomen. Aber sie behaupten wieder, dass die Prophezeiung lebt und schießt, sozusagen, auch heute. Wir sagen, die Juden, dieses Konzept, die Gott spricht indirekt mit den Leuten, nicht direkt. Prophezeiung ist eine direkte, ja, Verbindung. Die Gott spricht mit uns durch den Bücher. Alle Geschichten, Torah, Tanach, Talmud, Halacha, jüdische Gesetz. Durch die Geschichte, ja, dass wir probieren zu verstehen, was ist passiert. Ja? Was ist, wozu braucht man diese Kriege? Ja? Wir probieren zu verstehen. Nicht immer gut. Also, nach unserer Vorstellung und unsere Tradition gibt es eine echte Prophezeiung. Trotzdem, Talmud sagt eine interessante Phrase, die vielleicht kann erklären, dieses Phänomen von evangelischen Propheten. Talmud sagt, dass Prophezeiung nicht völlig und komplett von unserer Welt verschwunden, sondern sie manchmal liegt auf Kinder und auf die Verrückte. Das ist der Satz. Und deswegen in vielen Kulturen und auch religiösen Traditionen die Leute respektieren Verrückte. Ja, komplett verrückte Leute. Das kommt von dieser Quelle. Es gibt solche im Islam. Es gibt solche im russisch-orthodoxen Kirche, wenn jemand ist verrückt, es kann sein, dass er ist verrückt, aber doch, es kann sein, sagt etwa quasi ein bisschen prophezeiisch, etwa so. Und auch die Kinder auch können etwa deutlich aussagen. So ist nach Talmud. Und deswegen die Leute, die unsere Bnei Noach in Transkarpatien, die erzählen mir über diese Geschichten, die sagten, ja, die Leute sind auffällig, nicht normal, unnormal. Ja? Physisch, physiologisch, psychisch. Und doch, sie reden. Und doch, sie reden und sogar etwas interessant reden. Okay. Also, über dieses Phänomen auch jetzt kommen wir zurück. Okay, noch bald, wegen der Subotnik, wegen der Subotniks. Also gibt es im Israelstaat heutzutage eine gute Konnotation zum Subotniks, dieser Gruppe, weil diese Leute haben konvertieren sich zum Judentum. Das heißt, sie haben nicht gestoppt, christlich gewesen mit Schabbat. Sie haben sich ganz konvertiert. Es ist eine lange Geschichte, die kommt in russischen Territorien über 300 Jahre. Also bis heute gibt es einige Dörfer, die gibt es doch, leben solche Gruppen, die manche schon haben Aliyah nach Israel gemacht. Also die sind positive Subotniker. Das heißt, die sind unsere Subotniker. Aber in Transkarpatien zum Beispiel, die sind böse. Sie verfolgen unsere Bnei Noach. Warum ist das so? Was? Warum ist das so? In Transkarpatien. Also in Transkarpatien. Ja. Jetzt.
Ja, aber warum verfolgen diese Subotniks die Weil sie Bnei? wollen, sie sind christliche Subotniken. Das Schabbat, es ist nur eine Besonderheit in seinem Glauben. Sie sind völlig christlich. Völlig und absolut. Und im Bnei Noach, sie sehen Vertreter, dass die Leute, die waren christlich und bekommen jüdisch. Sie verfolgen, ich sage euch direkt, ich habe das erlebt. Das war die Trigger, die Gründe, warum habe ich mich mit dieser Gemeinde verbunden. Es war passiert nicht gleich, nicht zum Anfang. Ja. Ich war dort einem Jahr und gar nichts passiert. Nur zum zweiten Jahr, ich habe erlebt, wirklich Antisemitismus. Ganz und reine Antisemitismus, ich sage euch. Ja? Und dann habe ich verstanden, dass diese Leute im Norden dort, sie brauchen unsere Hilfe. Ja? Das heißt, die Juden haben dort verlassen. Sie wurden erst bei Nazis ermordet und die überlebte nach Israel und USA gegangen am 90er. Aber gibt es heute Ersatzjuden? Unsere Bnei Noach dort. Spezifisch um diese Areale, diese Territorie. Und die christlichen Subotniken, die sind ganz, ganz böse. Weil die Kern von dieser Gemeinde, sie waren Subotnik. Also bis heute sie, die Männer, aber auch die Frauen, sie haben großen Einfluss von dieser Gruppe. Das heißt, sie arbeiten nicht. Zum Beispiel im Alltäglich, die manche Männer sind LKW-Fahrer. Also sie fahren in gute Zeiten von Spanien bis Mittelrussland, bis Novosibirsk. Der Krieg von 2014 hat viel, viel geschneidet. Jetzt ist es noch schlimmer. Wir hatten dort unsere Leute im, nicht Gefängnis, aber in Russland. Ja, es war für viel, viel Zeit, sie zurück mitbringen. Ich habe einige Dinge geschrieben, als Rabbiner zum Helfen, Papiere und so weiter und so fort. Das war ganz schlimm. Ja, es ist der Krieg und sie sind auf falsche Seite, ja, von dem Land, der Krieg mit deinem Land. Also sie waren Feind. Also, aber diese LKW-Fahrer, sie fahren Schabbat, sie stoppen. Und die ganze Schabbat von Freitagabend, sie verbrachen in seiner eigenen Kabine. Gebetsbuch, Siddur, aber sie fahren nicht. Verstehen Sie? Das ist die klassische Subotniks-Einfluss. Das ist die Erbe. Ich habe gesagt, du brauchst nicht. Mach noch ein bisschen Fahrt und du bist zu Hause. Sitzt mit der Frau, mit Kindern. Weil du verpflichtet nicht den Schabbat halten. Du bist kein Jude. Ich bin Jude. Ich bin verpflichtet. Ja? Du bist nicht. Und was die Leute sagen mir? Die können nicht. Ich habe ein ganzes Leben so gemacht. Ja? Die können nicht arbeiten am Schabbat. Psychologisch. Verstehen Sie? Das ist diese, also sie verlassen diese christliche Subotniks. Ja? Und deswegen, sie sind Verräter, ja, die sind die, ich weiß nicht was, die schwärzesten Männer in der Welt, ja. Und sie reden über uns, über die Bnei. Nicht über mich, nicht über die Juden. Die Juden sind weit fern. Juden sind Juden. Niemand behauptet etwa wegen die Juden, ja. Aber wegen die Leute, die haben ihn verlassen, die glauben, es ist schwer, es tut weh, richtig? Denken Sie über uns, wenn jemand uns verlässt, ja? Es ist tut weh. Ich habe eine Frau im Ulm, ich sage schon direkt den Namen, und sie wollte zum Synagoge gehen. Ich habe gesagt, machst du nicht. Doch sie hat gegangen, der Rabbiner war ganz unfreundlich und so weit. Insofern, sie hat geweint und nicht mehr Bat noch.
Verstehen Sie? Es ist schwer. Ich kann gar nichts zu tun. Schade, das hat sie gegangen. Ja? Sie hat uns verlassen. Wegen diesem Besuch. Es ist schade. Aber wenn jemand verlässt uns, es tut weh. Richtig? Also muss man verstehen, dieses Subotniks, ja? Die große Gruppe hat sie verlassen. Ja? Und sie verfolgen unsere Bnei Noach und erzählen Geschichten und Lügen ohne Ende. Also gibt es solche und gibt es solche. Muss man verstehen. Wie steht im Kohelet-Buch, Ekklesiast, so gegen so hat die Gott geschafft. So steht im Ekklesiast-Buch, gibt es die gute Subotniks, die wollen positiv sein und jüdisch sein, und gibt es die christliche Subotniks. Ja? Die Feinden. Unsere Bnei Noach. Okay, aber was wollt, okay, jetzt wissen Sie ein bisschen über diese Gruppe, weil es ist eine wichtige Gruppe, die steht neben uns, sozusagen. Auch die christliche Subotniks, ja. Sie betonen Schabbat. Sie sprechen gegen Sonntag. Sie sprechen logischerweise. Es steht kein Sonntag im Torah. Gibt es etwa im Evangelium, aber der Sonntag ist falsch. Also ich habe auch gehört, dass auch sogar im Evangelium ist keine Erinnerung, weil die erste Christen waren Juden wurden. Also was ist Sonntag? Also im Kurz, jetzt zurück zu den Propheten. Ja, also wir sind im Propheten. Also diese Judith, sie hinweist, dass sie kommt von solcher Familie, die Propheten. Ja? Und was sagt sie? Dass ich habe die große Botschaft. Du nimmst diesen Stadt, Betulia, und die ganze Land Israel. Und ich helfe dich, dass niemand von deinen Soldaten wird beschädigt, sozusagen. Ja? Also sie hat erstens eine Botschaft und zweitens, sie ist eine Kollaborationistin sozusagen. Ja? Sie weiß die geheime Wege. Also, das ist die Botschaft. Und dann, diese Frau sieht aus gut. Und dann, das haben wir gelesen, ja, nicht am Anfang, ja. Es steht, zum Beispiel Rachel oder Esther, das ist sie schon. Es steht von Anfang. Und diese Frau überhaupt steht am Ende, dass sie ist schon. Wir wissen, dass sie gerechtig ist. Ja? Aber doch, die Buch Judith schreibt, dass sie ist ganz, ganz schon, ganz, ganz klug. Und sie ist gar nichts von dieser Olofren. Richtig? Sie bringt seine eigene Essen. Das heißt, haltet Kaschrut. Haltet Kaschrut. Und noch mehr, Elofren fragt sie, und was machst du noch bald, was dein Essen beendet ist? Und was isst du dann? Sie beantwortet, die Gott macht große Erlösung, und dann wird kein Problem. Das heißt, sie falsch hinweist, quasi Olofren besiegt diese Stadt, Betulia, und dann sie hat viele Koscheressen dort. So kann man verstehen. Aber sie natürlich meint etwas anderes. Und dann noch, sie bekommt ein Recht, gehen zum Wasserquelle am Abend. Das heißt, das ist Mikre. Ja? Die jüdische Frau geht abends mit Sonnenuntergang nach dem Mikre. Vor
Verbindung mit dem Mann. Die beste Mikwe ist, kennen Sie welche? Frisches Wasser, also natürliches Wasser. Natürliches Wasser, ja. Natürliches Wasser, das heißt die Wasserquelle. Die Wasserquelle. Das ist die beste Mikwe. Weil unsere Mikwe heute, egal wo, es ist ein bisschen künstliche Geschichte. Ein bisschen, ja. Wir vermischen verschiedene Wasser von oben, von hinten. Es ist ganz, ganz schwierig. Aber die beste Wasser, das ist natürliche Wasser, natürliche Quelle. Wollen Sie ein bisschen lachen? Ich erzähle euch eine echte Geschichte von wieder im Deklamen. Wir kommen bald zurück zum Judith-Buch. Von meiner Gemeinde im Gießen. Gießen ist das Bundesland Hessen, 70, 80 Kilometer nördlich von Frankfurt, Main. Und dort war folgende Geschichte. Das natürlich war eine Gemeinde, sogar mehrere Gemeinden in dem Staat vor dem Krieg. Nach dem Krieg war gar nichts. Und dann es wurde eine Wasserquelle gefunden, ganz in Mitte Stadt. 10 Meter vom Marktplatz. Mhm. Und dann dem Staat wollte und hat bestellen eine Mikwe-Bau. Mhm. Gut. Gut. Wir reden über die Anfang 90er, 93, etwa so. Und gut, mit dem Zeit, es nimmt 1, 2 Jahre, gibt es eine Mikwe, eine berühmte Rabbiner, alles ist perfekt. Ja, eine Mikwe. Und dann, wenn es Mikwe, dann hat dem Stadt gedacht, okay, dann bauen wir schon jüdisches Museum. Gut, im Ordnung. Zwei Dinge zusammen. Und dann, sie finden eine versteckte Synagoge im rund 200 Kilometer noch nördlich, am Ende dem Bundesland Hessen, in einem Dorf, die dann damalige Landwirtschaftler, sie haben die Dorfsynagoge verteilt, zum Stücke, echt zum Stücke, und haben sie von Nazis so gerettet. Echte Geschichte. Mhm. Also nach dem Krieg, das wurde wiedergebaut, also es ist ein Fachwerkgebäude von 19. Jahrhundert, klar, ja. Echte Synagoge. Also diese Gebäude, Bundeswehr 2 Jahre verteilt und dann sammelt zurück. Gibt es noch 4, 5 Jahre, gibt es ein jüdisches Museum neben diesem Mikwe. Und dann, wenn es jüdisches Museum, dann können wir dieses Museum beten. Dann ist eine Synagoge geworden. Und dann, wenn so, dann bauen wir schon deine Gebäude für die Gemeinde. In kurz, die Dinge nach Dinge hat echte Geschichte. Dann dem Staat hat gebaut eine Gemeinde, Räumlichkeiten, ganz neue Räumlichkeiten, wegen dieser Mikwe. Also jetzt im Gießen ist nicht große Stadt, eine Universitätsstadt, 60.000 Leute. Die jüdische Gemeinde in der Mitte der Stadt, wegen der Mikwe. Echte Geschichte. Also, aber die Quelle, das ist die Mikwe. Das ist die Anfang, echte Geschichte. Ja? Also, und diese Mikwe, sie ist die beste Mikwe ganz in Deutschland, weil sie steht auf die natürliche Quelle. Mhm. Das ist von, ich sage euch, rabbinisch, von halachischer Aspekt, ja. Nicht vielleicht über die Schönheit, über die Seifequalität, ja? Ich rede über den halachischen Aspekt. Das ist die beste Mikwe Deutschlands. Ja? Weil es ist Quelle. Also diese Judith, sie verfolgt zwei Ziele. Erstens, sie bekommt gewisse Unabhängigkeit. Ja? Sie geht zwei Frauen, sagt, machen Sie
laut eine Stimme. Es war kein Mikrofon da. Ja? Die Leute hatten einen besonderen Beruf mit großer Stimme aussagen. Ja? Machen Sie Stimme. Zwei Frauen gehen zum Wasserquelle. Ja? Das heißt, es ist in Ordnung. Berühren Sie uns nicht. Ja? Das ist die erste. Und die zweite, es ist ein Hinweis, dass Sie ist bereit mit dem Holofren verbinden sich. Ja? Es steht, er hat große Liebe erfüllt. Ja? Richtig? Mhm. Er hat große Liebe in seinem Seele gefühlt zum Judith. Also der Mann will die Frau. Okay. Das ist die Vorwort. Jetzt, wir sind zurück zum Buch Judith. Gut? Mhm. Okay. Wir sind im Kapitel 12. Und dann sie sagt am Anfang Kapitel 12 wieder, Judith, dass du sollst nicht vermuten, dass ich habe etwa gegen deinem Essen, Olofren, ja? Ich bin eine gläubige Judin und ich esse von meinem, ja? Das heißt, warum sagt sie das? Sie will nicht trinken, nicht koschere Wein, ja? Hm. Das ist klar, oder? Ja. Ja. Die Olofren umgekehrt. Er will trinken und viel Wein. Ja? Gut. Und dann, wir haben gelesen eine fröhliche Satz, dass Olofren sagt, so gute, schonen, kluge Frau und niemand schläft mit dieser Frau, das ist eine Schande für uns. Haben das gelesen, ja? Nee. Das heißt, gibt es die Leute, das so verhalten bis heute? Kennen Sie solche? Wenn ich kenne. Mhm. Ich sage euch, ja, gibt solche Leute, ja? Das ist das natürlich Schande, dass sie denken so, verhalten so. Aber das ist eine, ja, es ist passiert auch heute. Also, die Holofren will unbedingt mit, also auch schlafen mit dieser Frau und auch hat große Liebe, seelische Liebe zu dieser Frau. Also die zwei Dinge widersprechen sich nicht, ja? Vielleicht sogar verbinden sich. Ja? Und dann er schickt seine Sklave, ja, zum einzuladen, die Frau, ja, zu seinem Zelt. Ja? Okay, also das ist Kapitel 12, Satz 6. Also sie hat besondere Recht, abends gehen zum Wasserquelle. Das heißt, sie quasi mit dieser Tat hinweist, Judith hat verstanden mit der Meinung von Olofren zusammen sein. Okay, er versteht das und gibt dem Recht. Ja, gut. Und dann Vers 9. Vayi bayom ha-shlishi, auf dritten Tag, dass die Judith befindet sich in diese babylonisch-persische, griechische, tatsächliche Lager. Das heißt, sie hat mitgebracht sein Essen, ihr Essen mit sich, ja, aber nicht zu viel. Rund zum 3 Tage. Und Olofren macht die große Mahlessen. Ja, genau wie die König Chashverosh, ja. Also wieder diese Art Mahlessen, für uns ist es heute wenig bekannt. Wir sind was? Gehen zum Restaurant. Ja? Mhm. Wenn Sie wollen etwas Besonderes. Dann war kaum Restaurants und die Leute haben alles bei sich selbst gekocht. Noch muss man verstehen,
dass es war keine Kühlschränke. Also muss man am Morgen dem Fleisch schlachten, sozusagen, und zum Abendessen. Weil noch 2-3 Tage ist schon kaputt, ja? Mhm. Deswegen im jüdischen Gesetz, im Halacha, gibt es viele, viele Diskussionen, wann, was machen wir, wenn es ein Problem zum Beispiel plötzlich erweckt vor Hochzeit. Die Leute haben, sagen wir, egal, die Leute sind angeladen, informieren, es kann nicht stattfinden. Zum Beispiel, jemand von enge Familie, von Braut oder Bräutigam verstorben ist, ja, dann ist es ein Problem, verstehen Sie? Aber Shulchan Aruch, Talmud sagt, die Fleisch ist schon aufgeschlachtet, ja, schon gemacht. Was machen wir dann? Also das ist nur zum Verstehen die Realität. Ja? Mhm. Also es ist eine ganz andere Welt. Und deswegen, dass diese große Mahlessen, es ist diese Art, es ist noch existiert. Wissen Sie wo? In unserer Welt. Okay, nicht in Europa, nicht in der ersten Welt. Im zweiten, dritten Welt. Zum Beispiel bei unseren bucharischen Juden. Ja? Die ostlichen Juden. Ja? In Marokko, in Bukhara, Usbekistan. Ja? Und solche Länder. Bis heute solche Mahlessen-Sammlungen doch existieren. Ja? Kennen Sie die Leute, die machen einen Geburtstag mit 1000 Angeladenen? Ich kenne. Ich war. Ja, ja. Verstehen Sie, dass zum Hochzeit kommen 3.000, 5.000 Leute? Ich war mal in Bukhara mit einem rabbinischen Besuch. Zu unserer Ehre, es wurde Schafe geschlachtet. Verstehen Sie? Mhm. Kann man koschere Fleisch im Supermarkt einzukaufen? Kann man, keine Frage. Aber die Ehre, verstehen Sie? Mhm. Ich wurde beehrt. Und ich habe sogar gesehen, die Köpfe von diesem Schafe, weil es alles zu Hause. Ja, also Sie müssen einfach verstehen, dass die riesige Investition in solche Mahlessen auch heute und besonders dann. Also diese Olofreni, er macht solche Mahlessen von einigen Gründen. Erstens, er wurde gesagt von Propheten, in die Propheten namens, dass er nimmt diese Stadt ohne keinen Beschuss, sozusagen. Muss man, alles ist erledigt, ja. Das ist die Prophezeiung von oben. Die zweitens, er hat eine Kollaborationistin, diese Frau, Judith. Sie bringt uns morgen zum geheimen Wege zu diesem Stadt, ja. Es war eine Geschichte mit Wasser. Die Stadt wurde vorbereitet sich. Zum großen Berggrund mit Wasser. Erinnern Sie? Mhm. Dann sie haben die Rohre gemacht. Und dann es wurde gefunden, dass die Stadt belagert und doch konsumiert Wasser, keine Probleme. Ja? Sie haben das gefunden und abgetrennt. Und die dritte Gründe, das ist quasi Hochzeit zum dieser Judith. Die ist dann verstanden. Sie geht zum Wasserquelle, sich reinigen. Also, mal essen. Gut. Und genau am Anfang dieses Mal essen, der Satz Jud, er sagt, das ist eine Schande für uns. Lebnei Ashur, die Assyrien-Söhne, sagt Olofrene, dass niemand von uns schläft mit solcher Frau. Das kann nicht sein. Ja. Unglaublich. Ja. Also, Judith angeladen zum seinem Zelt
und sagt aber, dass sein Herz wurde geschlagen von Olofren, von dem Mann, der Minister dem Krieg, ja, nicht Verteidigungsminister der Krieg, das ist die Wahrheit. Also heutzutage, Leute, sie sind Kriegsminister. Ja. Sein Herz ist schlagt wegen der Liebe und seine Seele will erobern die Judith. Okay. Gut, Judith hat verstanden ist, sie sitzt in diesem Mahlessen, isst und trinkt eigenes Essen. Mhm. Verstehen Sie die Parallelen mit Estherbuch? Was ist die Parallel? Natürlich die Parallel Mahlessen von Achashverosh und Mahlessen von Olofren. Das ist einfach. Was wissen wir über die Yatzpurim? Was wissen wir über die Mahlessen von Achashverosh? Es ist die Kapitel 1 von Esther-Rolle. Dort steht, dass Achashverosh macht eine Mahlessen 180 Tage, 6 Monate. Großartig, oder? Und es steht, wir kennen sie nicht. Ja. Und es steht, dass es war keine Zwang. Jemand isst, was er will und jemand trinkt oder trinkt nicht. Noch großartiger, oder? Mhm. Okay, die Talmud sagt zu dieser Stelle, natürlich ist es erste Problem, dass die Geschirre von dieser Achashverosh Mahlessen sind, kommen woher? Vom, kennen Sie? Die kommen vom Tempel, Tempel von Jerusalem. Nebuchadnezzar, babylonische König, hat den ersten Tempelkönig Salomo gebrannt, aber die ganze Geschirr wurde nach Babylonien genommen. Und dann Persien erobert Babylon und das ist diese Geschirr. Also wie sind verändern die musikalische Lieder, musikalische Melodie und dieser Satz, wir singen auf die Melodie von 9. Av. Das ist eine traurige Melodie. Mhm. Insgesamt die Melodie von Esther-Rolle ist ganz relativ fröhlich. Sie kennen die Melodie von 9. Av, es ist ganz, ganz traurig. Also das ist eine Trauer, ja. Die Juden, die sollen sich in Trauer befinden, sie essen und trinken von dem Geschirr vom Tempel, ja. Das ist schon ein Problem. Mhm. Also im Talmud es steht, dass haben die Schüler von Rabbi Shimon Bar Yochai, der Autor von Zohar, erste und hauptkabbalistische Buch, die Schüler haben seine Rabbiner gefragt, warum hat Gott diese Geschichte auf jüdische Volk mitgebracht? Sie meinen Purim. Das heißt, bedrängen mit totaler Vernichtung und dann vergeben, annullieren. Sozusagen. Ja. Sagt der Rabbi Shimon Bar Yochai, beantworten Sie sich selbst. Was denken Sie? Klassisch-jüdisch. Ja. Sie fragen die Frage, probieren Sie beantworten. Dann die Schüler sagen, weil sie haben gegessen von dieser Mahlzeit von Achashverosh. Sagte die Rabbiner, Rabbi Shimon Bar Yochai, das ist richtig. Also das ist die Gründe. Also so ist nach dem Talmud die ganze Geschichte von Purim hat passiert wegen dieser Mahlessen. Die Talmud diskutiert, ob dieses Essen war nicht koscher. Ja? Das heißt, sie haben nicht koscher gegessen. Aber es steht direkt im Esther-Rolle kein Zwang. Kannst du essen, kannst du nicht essen. Und Talmud
beschließt, dass doch für Juden in diesem Mahlessen waren besondere koschere Tische mit Koscheressen, mit Stempel, Rabbinat Persien. Alles unter rabbinischer Beobachtung, alles gut. Ja, also, das ist nach Talmud. Also wieder zurück die Probleme. Diese Mahlessen, es ist freuen über die Jerusalem-Zerstörung, über die Tempel-Zerstörung. Und sie essen damit. Die Koscher essen. Mhm. Aber dieselbe Idee, verstehen Sie? Es ist klarere antijüdische Essen, sozusagen. Ja, das ist, gibt es Verlierer und Besieger. Die Babylonier und Persen sind Besieger. Wir haben verlieren uns. Was feierst du zusammen? Verlierer mit Besieger. Verstehen Sie? Das, was Rabbi Shimon Bar Yochai sagt. Es ist nicht der nicht koschere Wein und nicht koschere Essen. Es kann sein, dass es koscher ist. Aber derselbe Fakt, das ist die Mutigung. Ja? Die Besieger, ja, sie haben uns rausschmissen von Israeland und du trinkst mit sie zusammen. Wie kann das sein? Keine Ideen, keine Stolz über sich, über eigene Volk, eigene Religion, ein bisschen Trauer. Also, das ist die festliche Mahlessen von Achashverosh. Und diese festliche Mahlessen von Holofernes sieht ähnlich. Und jetzt ist es steht direkt, genau wie Talmud sagt, das Essen war koscher für Judith und ihre Sklaverin eigen Essen von meinem Haus mitgebracht. Also ganz selten, ja. Das, so was Ähnliches hat man im Daniel-Buch ja auch, der sagt, ja, er will nichts trinken und nichts essen. Also genau. Aber Daniel ist etwas anderes. Ja, ja. Er ist bereit zum Fasten, sozusagen. Mhm. Er isst überhaupt nicht. Keine Wasserflasche. Ja? Gar nichts, ja? Null. Das ist Daniel. Nee, Daniel trinkt Wasser und isst rohes Gemüse. Ja, das steht weiter. Aber sie isst und trinkt. Wir haben gesagt, das war Wein. Ja, mit kleiner Konzentration, Frauenwein, haben gesagt, ja. Aber von eigenem, ja. Also wieder. Sie ist eine gerechte Frau. Sie haben recht, es ist volle Parallele auch mit Daniel. Mhm. Das haben wir schon gesagt und ich sage noch nächstes Mal. Also sie ist von sich selbst. Gut. Jetzt Kapitel 13. Und jetzt ist es Kerngeschichte, wir sollen beenden. Vayiba Laila. Und es wird an dem Nacht. Genau die Formulierung Vayiba Laila, wie genau wie steht wegen den Pharaonen, Ägyptern, ja. Achashverosh. Genau die gleiche Phrase. Und es wird in der Nacht. Das heißt, manchmal ist es geschrieben in Mitternacht, manchmal ohne Wort Mittel, aber nach alle unsere Meinungen und talmudische Tradition ist es immer Mitternacht. Mhm. Mit dem Wort Mittel oder ohne. Okay. Wieder, es ist nicht 12 Uhr, nicht 24 Uhr. Ja? Es ist jüdische Mitternacht. Ich habe das gerade, ja? Astronomische Mitternacht. Okay, also sie sind alle natürlich getrunken, ja? die ganzen Soldaten und alle Freunde auch. Und dann er hat geblieben mit Judith allein. Schon ein Problem, ja, das heißt ein Problem. Das wollte er, alle Freunde, ja. Und alle Freunde schreiben mit der Top, wie ich er, Holofernes, liegt auf seinem Bett und trinkt noch Wein und hat geschlafen. Muss man auch verstehen, es ist genau wie jetzt kommt Pesach, dann, der heilige Zeiten, die Leute haben nicht genau gesessen, wie wir sitzen heute, sondern mehrere
gelassen sich, ja. Mhm. Also es ist eine andere Form vom Malessen, ja. Wir machen das genau mit Pesach, ja. Also das Misubim, ja, nicht sitzen, sondern ein bisschen halb liegen oder ganz liegen. Römer, Griechen, ja. Das ist die klassische Form in alte Welt. Okay, also hat geschlafen. Vatomir Yehudit el Matash Shechinera po Petach Haol. Okay, sie sagt zu seiner Sklaverin, du sollst Wacherin sein. Du stehst draußen und ich bin drin. Kann man verstehen, ja, es ist eine Intimität quasi. Aber wir verstehen, das geht nicht in diese Richtung, ja. Gut. Wenig Scheile mit Avetit Parel. Sie kommt zu dem Bett und betet. Wieder. Die Frau, der Text immer, immer wiederholt, die Frau ist gerecht. Sie betet. Tit Parel Baliba, in dem Herzen betet. Vatevk Vatomar und hat geweint und gesagt. Hashem Eloke Israel am Zene Vazrea Nina. Okay, sie sagt die Phrase genau wie Samson hat gesagt. Kennen Sie die Gebet von Samson vor dem Tod? Richterbuch? Samson, Shimshon. Er wurde verblindet, ja? Er wurde blind am Ende seines Lebens. Und dann er hat gebetet zum Gott und sagt, liebe Gott, gib mir die Kraft und Hilfe. Azrenina vem zenina. Bitte helfe mich und gib dem Kraft. Ja? Und was macht Samson? Er reißt die. Ja, die, er zerstört die Säule. Genau. Und dann die Dach gefällt und dem Text sagt, durch seinen Tod hat er ermordet mehrere Palästinenser, wenn durch seinem Leben. Ja? Also, das ist ein sehr berühmter Satz. Tamut nafshim plishtim. Wird meine Seele stirbt mit Palästinenser. Ja? Das heißt, ich sterbe sowieso, aber ich will mit mich mehr wie möglich die Feinde mitgenommen. Ja? Das ist die Idee. Die Judith sagt die gleiche Formel. Das heißt, wieder, der Autor von diesem Buch, wir kennen nicht. Wir kennen nicht. Aber natürlich, der Autor, er konnte gut die ganzen Tanach. Er wieder reflektiert und spiegelt und schickt uns zum Daniel-Buch, zum Esther-Rolle, jetzt zum Geschichte von Shimshon. Samson dem Held, ja? Weil die Phrase auf Hebräisch völlig ja, ganz Kopie. Ja? Das heißt, Judith sind bereit, was? Sterben. Wieso? Wieso soll sie sterben? Es kann ja sein, dass es nicht funktioniert. Es kann sein, sie wird genommen zum anderen. Hände, ja? Das heißt, sie kann töten, er schläft, ja? er ist getrunken, ja? Aber die anderen Soldaten, die stehen draußen, ja? Mhm. Verstehen Sie? Das ist die Meinung. Mhm. Also sie sind bereit sterben, deswegen sie sagt dem Gebet von Shimshon, nicht im Sinn, damit er schimpflich stehen, die meine selber stirbt mit meine Feinde. Aber die erste Satz sagt genauso. Genau wie Samson. Das heißt, sie tatsächlich, sie ist bereit zum alles. Okay. Und dann, Levazet, Asher Yazamte, Lassot, Kibbecha, Batachti. Weil ich bin auf dich vertrauen. Lemanterum, Kenir Shalaim. Du sollst die Jerusalem-Stadt aufgehoben. Deinem Stadt. Genau wie hat du gesagt. Und danach dem Gebet, sie nähen sich
zum Säule von der Seite, wo ist der Kopf? Ja? Mhm. Und der Chesbetz ist sie schon berührt dem Kopf von dieser Lofren, Vatosef Vetomar. Und sie sagt dazu, Hashem Eloki, die Gott, Haskenina, bringt mir die Kraft und hat das Schwert genommen von Alofren und hat zweimal geschlagen auf seinem Hals. Also sie tötet Alofren. Warum ist das zweimal? Einfach gesehen, sie hat den Kopf getrennt von dem Kopf. Okay. Aber doch, was noch die Gründe? Okay, wieder muss man das auf Hebräisch lesen. Der Satz redet genau wie Moses hat den Felsen geschlagen. Kennen Sie die Geschichte? Mhm. Die Moses schlägt zweimal den Felsen, richtig? Mhm. Und das ist die Phrase, die steht an diesem Satz. Das heißt, wir nehmen diese Geschichte mit Moses als eine Probleme. Ja? Wegen dieser Geschichte Moshe Rabbeinu wurde verstorben im Wüste und nicht nach Israels Land eingetreten. Richtig? Mhm. Kennen Sie warum? Weil, ja, weil es steht im Torah, wie die Bartei, Masel, du sollst zum Felsen reden. Genau. Moses hat mit Ärger, er war verwirrt. Ja? Die Juden können dich verwirrt machen, kaputt machen. Das ist passiert mit uns, mit Rabbinen, in unserer Gemeinde, sage ich euch schon ehrlich. Ja? Er wurde so verwirrt und verärgert über die Juden und sagte, sie sind die Rebellen, was wollen sie? Und dann hat geschlagen mit Ärger, muss man nicht verärgern sich, ja? Muss man beruhigen sich. Also, das ist eine nicht genau positive Stelle über die Moses im Torah, aber doch ist es eine Stelle vom Torah. Und mhm. Das ist genau dieses Buch geschafft. Er probiert verbringen, eine Brücke anbauen zwischen Moses und Judith. Judith ist die Leader, die Führerin, ja? Sie auch schlägt zweimal auf dem Hals. Auf jeden Fall. Okay. Und dann, was die Krotter schon getrennt, sie getrennt den Kopf und hat bedeckt den Kopf, bringt den Kopf zu ihrer Sklaverin und der Kopf geht in die Sacke. Also sieht man nicht. Sieht man nicht. Gut. Und sie gehen raus, beides, und haben die ganze Lager quer gegangen, wie jeden Abend. Und jetzt, wir verstehen, was hat sie geschafft. Sie hat Gewöhnlichkeit geschafft. Niemand befragt, was ist passiert. Nur die Männer im Lager, zwei Frauen gehen abend durch die ganze Lage. Keine Frage, weil es schon passiert, zweimal. Ja, gut. Und sie wieder gebetet. Geht zum Berg, zum dem Stadt Betulia und kommt geheim, sie doch, sie kann die Wege, geheim kommt zum dem Stadt und hat angerufen mit großer Stimme Judith zum die Wachern auf dem Stadt, Ki Hashem Emanu, dem Gott mit uns und hat die große Erlösung
mit Juden gemacht. Also jetzt verstehen die Plan, ja? Okay. Als die Wachen haben gehört, sie rufen zum die Älteste. Wir haben ein bisschen gekannt, die Älteste von dem Stadt, ja, gibt es die zwei, die Namen Oberbürgermeister, ja, wir haben das gelernt, ja. Wir kennen die Namen, okay. Und dann sie zünden die Fackeln, es ist Nacht. Sie gehen nach Judith bis gewisse Zeit, bis gewisser Platz in dem Stadt. Und die ganze Volk will hören von Judith, was es geschah, was es passiert. Und sie sagt, Baruch et Hashem Elokeinu, ich soll dem Gott segnen, weil er hat uns nicht verlassen in diese schwierige Zeit. Also sie redet genau wie eine gerechte Frau. Vayorog Oyev shel Amo al Yadi Alala, und dem Gott hat die Feind von Israel durch mich hat getötet noch diesem Nacht. Das heißt, passen Sie auf von der Formulierung. Es ist nicht, ich habe das gemacht. Mhm. Ich bin nicht klug. Der Gott hat uns gerettet durch mich. Mhm. Ah, großartig. Das heißt, sie verliert die Proportionen nicht. Muss man sagen, es ist erstaunlich. Ja? Erstens, den Plan, ja, dass dieser Trick war, ich konnte das nicht denken. Zweitens, auch wenn denkt man, es ist ganz, ganz gefährlich, ja, die Chancen zum Erfolg, fragbar, ja. Und noch problematische, friedliche zurückzukehren, ja. Sie versteht das. Und deswegen sagt, es ist nicht ich. Mein Trick, es ist nur mit Gottes Hilfe konnte ich alles schaffen. Die ganze Puzzle zusammen sammeln. Ja? Mhm. Das kann sie behaupten. Das heißt, jeder Teil von der Geschichte, es kann sein logisch und ohne Wunder in natürlichen Weg gegangen, sozusagen. Ja? Aber die ganze Geschichte mit vielen, vielen Kleinigkeiten zusammen, das ist von Gott. Okay. Und dann, Ve'ata hodor Hashem kitov kulam chasdo. Sie zitiert die Psalmen, ja, muss man Halleluja sagen, ja. Vayan kol ha'am baruch Hashem. Und der ganze Volk beantwortet, segnet sei unseren Gott. Sie noch wissen nicht. Die ganze Volk wissen nicht, es ist nicht eine Versprechung, ja? Es ist eine Bewerbung. Bleiben Sie mit uns, bald sehen Sie. Sie redet über die großen Dinge, keine Details, gar nichts. Keine Leaks, keine Wikileaks, gar nichts. Aber sie erstens sagt, segnen Sie dem Gott. Das ist wirklich, muss man eine Führerin sein, ja? Muss man strategisch denn. Okay. Vayomer Uziah, und dann sagt Uziah, der Oberbürgermeister, Nasiam, der Präsident, die Leute, segnet sei unsere Tochter. Nun, was? Was ist passiert? Sag's uns, bitte. Und dann sie wieder erzählt die ganze Geschichte. Und sie sagt, rufen Sie bitte zu Machior, diese Ältere von Moab, Ammon, sorry, der hat gut über uns geredet. Okay, er wurde angerufen auch, weil ich will dich, der Achior, dem Kopf von Lefren einzuzeigen. Also jetzt ist schon sagt, ich habe dem unsere Feind bei mir in die Sache. Okay. Also, und dann
weil er sagte, deine Seele mit Seele dem Staat. Erinnern Sie? Er wurde behaftet. Ja? Deine Seele gegen die Seele von dem Staat. Und wir sind gerettet, das heißt, du bist ausgerettet. Okay. Also sie vergisst mit dem wichtigsten Punkt, ja, die große Ehre, die große Ruhm, ja, sie vergisst nicht über diesen Mensch, der so überhaupt kein Jude ist. Okay. Und dann der Olofren hat sich zusammengebrochen. So ist im Text. Sie sollten ihn erleben wieder. Okay, er ist in Ordnung. Er konnte das nicht glauben, tatsächlich. Ja? Also er zusammenbricht. Und dann, als sein Geist zurückgekommen ist, und auch er segnet sie, die Judith und so weiter. Und natürlich segnet dem Gott, den Gottes Namen. Und sie sagt weiter. Und jetzt hören Sie mich, meine Brüder, zum ganzen Volk. Morgen früh, Sie sollen den Kopf von Lofren, was machen Sie mit diesem Kopf? Auf die Mauer hängen. Genau, genau. Warum? Wenn man da als erstes vorbeikommt, wenn man in die Stadt geht. Ja, das ist natürlich auch eine kleine Sieg, aber es ist auch eine große Sieg. Weil Sie müssen verstehen, dann, damalige Zeiten, war keine Handys, keine E-Mails. Er ist der Boss. Er ist Kriegsminister. Das ist eine Definition. Er kann Krieg. Es kann sein, nicht alle können kriegen. Weil sie müssen, ja, nicht jeder hat in die militärische Akademie gelernt, verstehen Sie? Er kann kriegen. Es vermutlich nicht alle können. Du brauchst einen Boss, der kann diesen Beruf, Krieg. Okay, also sie machen so. Und dann natürlich die Militär, die Wachen, die haben belagert den Staat. Sie sehen den Kopf. Dann sie rennen zurück zum Zelt Olofren. Okay. Und dann sie befinden seine Körper in dem Blut natürlich. Sie befinden das. Okay. Und dass sie, sagt Judith, was wird passiert. Und dann sie verlieren den Geist. Und sie kommen zurück von uns. Das heißt, der Plan von Judith ist eine moralische Niederlage. Ja? Es ist rausnehmen dem Geist. Sie sind sicher, wir sind die Herren der Welt. Ja? Wie sagte Lofren, wir sind diese Leute auf die Berge, seltsame Volk. Ja? Wir sind die Herren der Welt. Und sie will diese Gava, diese Überstolz über sich rausnehmen. Das wird passieren. Deswegen stecken sie den Kopf auf die Mauer. Ja? Und Achior hat gesehen, die große Rose von dem Gott hat die Götter seiner Vorväter verlassen und weit weg bei Hashem, Amalet Besaro, hat verbindet sich mit Gott Israels, hat beschneidet seine Fleisch, hat jüdische Beschneidung gemacht. Und er sitzt durch den Juden und seine Nachkommen bis heutzutage, bis die Buch geschrieben ist. Ja? Also Achior konvertiert ist. Eine hollywoodische Happy End. Ganz gut. Ja? Also das ist relativ selten. Das heißt, auch die jüdischen Freunde, zum Beispiel die positive Figuren, wir befinden nicht, dass sie konvertieren sich. Die Schwiegervater von Moses, ja? Jethro.
Mose sagt, komm mit uns. Er sagt, nein, ich komme zu meinem Heimat. Ja? Er ist eine positive Held, Jitro. Er hat die Gottesdienst verlassen. Talmud und Midrash sagen, dass es war keine Gottesdienst in der Welt, welche hat er. Jitro hat nicht geprüft und nicht geübt. Also er war Magister, Professor, Akademik im Gottesdienst. Und doch, er verlässt alle Gottesdienste. Aber konvertiert zu Luther nicht, verstehen Sie? Mhm. Also er geblieben noch, im gewissen Sinn. Das heißt, hat die Gottesdienst verlassen, zu Luther hat nicht konvertiert. Wird es ist in Ordnung? Niemand muss oder soll konvertieren sich, es ist keine solche, ja? Aber wenn du hast geübst die ganze Gottesdienst in der Welt und du weißt, das ist gar nichts. Aber die Welt ist es nicht schwarz-weiß. Gibt es immer viele Farben dazwischen. Er befindet eine gewisse Schemme, genau wie bei Noach. Nicht umsonst, die heutzutage Drusen, kennen Sie diese kleine Volkemessel im Nahen Osten? Mhm. Sie rechnen ihm, diese Jitro, als eigene Vorvater. Genau wie uns, wir sagen Abraham, die Vorvater von den Juden. Die Drusen, sie sagen Jitro, er ist unser Vorvater. Sein Grabstein in Tveria, im Israel, ja? Neben Kinneret. Also sie haben viele Festtage mit ihm persönlich. Seinen Geburtstag, seinen Todestag. Alles morgen. Ja? Also, das will ich sagen, dass viele Freunde von Juden haben nicht Juden geworden am Ende des Tages. Er, diese Achior, er doch konvertiert sich. Also ganz ausnehmliche Geschichte. Und wie Sie verstehen, warum dem Text behauptet dies. Okay? Okay, also Sie machen genau so. Stecken den Kopf auf die Mauer und die Blasen im Schofar und alles genau passiert so, wie hat Judith gesagt. Also ist es noch Erzählungen, dass sie kommen nicht direkt zum Zelt von Holofernes. Gibt es eine Hierarchie? Kann man nicht direkt zum großen Boss angehen. Sie gehen zu seinen Dienern. Sie sollen entdecken, was passiert dort in dieser Zelt. Verstehen Sie? Es ist auch eine Verzögerung sozusagen. Okay? Und bei Avo Achadra und sie kommen drin und sie sagen, vielleicht schläft und liegt er Holofernes mit Judith. Also, wir sollen nicht stören. Wir dürfen nicht stören. Verstehen Sie? Also Sie kennen diese Meinung, was wollte er sagen? Was wollte er tun an diesem Nacht? Okay, und Sie wirklich befinden ihn ohne Kopf, in dem Blut, genau wie Judith sagte. Und als Sie haben gehört, die Soldaten, dass die Kriegsminister von Assyrien, von Griechen, verstorben ist, und nafla elem charadat Elohim. Und sie haben die Gottfürcht bekommen. Genau was die Judith hat gesagt. Die Geist hat verlassen sie, die Soldaten. Das heißt, es ist auch eine direkte Gottesvermischung sozusagen. Ja? Sie verstehen auch, diese Soldaten, das ist die Geschichte von Gott. Nicht von Judith, von Gott. Und sie haben Fürcht, also muss man fliehen. Ja? Das ist Hinweis auf welche Geschichte. Wie soll fliehen und Fürcht Gott? Kennen Sie? Kennen Sie die Geschichte mit Jakobs Sohne, die haben die ganze Stadt Schem im Torah nach Dina Vergewaltigung gerachen? Mhm.
Jakob sagt, sie können mich töten, diese Leute. Wir sind sogar nicht Volk, wir sind kleine Familie. Und die Brüder sagen doch, sie haben recht getan. Und es steht, die Juden fliehen, Jakob mit seiner Familie. Und die Gottesfürst hat gefallen auf die alle Völker dann. Das ist ganz, diese Phrase genau wurde kopiert vom Torah. Das heißt, in Normalstation, sie sollten würden kriegen mit Jakob und seinen Söhnen, ja, die ganze Stadt ermorden, passiert nicht einmal im 100 Jahren, sogar weniger, ja. Aber die Gottesfürst, also eine Gott ist der besondere Gefühl und besondere Verteidigung, sozusagen. Dass die Leute haben Angst, beruhen die Juden. Sie haben Angst, mit Juden mittun jetzt. Ja? Und das ist genau, was steht am Anfang des Kapitel 15. Und als die Soldaten haben gehört, dass seinem Herr verstorben ist, bei Yamas Lebam, seinem Herz ist, verkleinert sich, sozusagen. Also sie haben keine Sicherheit noch kriegen. Das ist genau, was sie wollte schaffen, Judith. Ja? Also, und es ist eine Mehuma. Es ist genau die Sprache von, wann die Ägyptener haben wurden auf die Rote Meerspaltung geschlagen. Ja? Genau die gleiche Phrase. Also wieder, die Buch, dem Text probiert Parallelen schaffen für uns mit schon bekannten Geschichten. Das haben wir schon erlebt. Ja? Also keine neuen Dinge, immer zitieren existierende Quellen. Okay, und diese Lager hat Vajafuzu, haben sich verwehrt von diesem Staat und von Israelland. Und Uzia, der Präsident von dem Volk, der Oberbürgermeister dem Staat, er schickt die Malachim, die Informatoren sozusagen, die informieren die Leute, was ist passiert. El Kolere Israel zum ganzen Städte Israels. Ja? Also er erzählt über die Geschichte, auch über die wunderbare Rettung vom eigenen Staat und auch, dass diese Soldaten, diese Armee, diese militärische Gefährdung steht nicht mehr. Sie kommen zurück zu seinem eigenen Land. Das sollte man wissen. Okay. Und jeder, der hat geblieben in der Stadt Batul, sie haben viel, viel materielle Dinge genommen von diesen assyrischen Lagern, weil sie haben alles geblieben. Okay. Und dann kommt Joachim Kohen Gadol, die hohe Priester, zum Jerusalem, was? Zum Gott bedanken über die große Rettung, über die große Erlösung. Okay. Und sie, Judith, wird gesegnet beim Gott zum Ewigtum. Okay, und die Juden haben verteilt, was haben sie genommen von dieser Armee 30 Tage und haben viele gute Dinge und viele schöne Dinge besonders zum Judith mitgenommen, als Teil in der Sieg. Okay. Gold, Silber, Kleidungen, Diamanten, und die ganze Volk ist begeistert. Die Kapitel 16, es ist ein Lied, genau wie Lied vom Dvorah. Mhm. Kennen Sie Dvorah-Lied? Ist das nicht das Lied der Miriam eher? Ja, die Lied von Miriam, es gibt es auch,
Aber das ist drei Sätze im Torah. Im Tanach, im Richterbuch, gibt es einen Krieg, den Dvorah hat mit Knaaniten geführt. Und nach dem Sieg, auch mit viele, viele Hilfe von Himmel, weil die Juden waren 15.000, 10% von den Gegnern. Sie sagt ein Kapitel, die heißt Dvoralim. Lesen Sie bitte. Das ist auch eine Haftarah, das lesen wir in die Synagogen. Ja. Ja, es ist sehr, sehr berühmt. Ja. Und dieser Text, dieses Judith-Buch wieder, er geht mit klassisch-jüdischem Kanon. Er schafft immer, probiert die Gleichheit schaffen. Ja. Das heißt, gibt es die Lied vom Dvorah, jetzt gibt es dem Lied vom Judith. Also wieder, er probiert, der Autor von dem Text, Judith, als Shimshon, als Moses, als Dvorah vorzustellen. Ja? Und Daniel auch, mit verschiedenen Aspekten. Okay? Also, es ist ganz, ganz schön. Und Ende dem Text, Ende dem Buch, dass Judith hat einige Geschirre von Olofrenzelt für sich genommen, als Erinnerung, als Souvenir, sozusagen. Ja, es steht nicht welche, es steht Kli, also es kann sein auch Küchengeschirr, kann sein Schwert. Kennen Sie die Jäger, die verstecken auf dem Wand auch? Es ist ganz nicht jüdisch, ja? Aber es ist zum Erinnern. Ja? Also sie nimmt einige Dinge vom Zelt Olofren und in die Wand versteckt bei sich. Nein, sorry, nicht bei sich. Bei Hashem, in den Tempel in Jerusalem. Sie hat das versteckt. Also muss man viel, viel stark geistlich haben. Etwa fremd, überhaupt, das steht nicht im Torah, in die Gottestempel verstecken. Verstehen Sie? Mhm. Es wurden einige Dinge im Tempel, die wurden nicht originelle Teile sozusagen. Nicht von Instruktion der Torah. Also sie macht ganz, ganz wieder ungewöhnliche Dinge. Sie will, dass diese Geschichte mit Judith Melofren und die große Gottesrettung wird erinnert. Und deswegen sie nimmt, also für, ich weiß nicht, was hat sie genommen, steht Kli, allgemeine Dinge. Ja? Sie doch versteckt das im Tempel, dass die ganze Volk in Jerusalem wird wissen, Generationen später. Verstehen Sie die Meinung? Mhm. Also sie ist wirklich eine geistliche Figur, muss man sagen. Sie denkt immer strategisch nach Zukunft. Also, und die ganze Freude war die Volk Judith in Jerusalem 3 Monate. Okay, und nach 3 Monaten, jeder hat zurückgekehrt zu seinem Zelt, zu seinem Haus, zu seinem Stadt. Und Judith hat zurück zum Stadt Betul gegangen. Und ihr Name wurde vergrößert und verehrt in dem ganzen Land Israel. Und sie hat sich nicht verheiratet wieder. Also sie ist, das heißt, ist eine treue Frau. Sie liebt nur den Mann, den einen Mann, der natürlich konnte verheiraten. Ja, sie ist schon. Der Freund wollte sie. Sie ist schon. Sie ist reich. Sie ist berühmt. Also verstehen wir das logischerweise. Sie konnte erledigen, wie sagt man heute auf Hebräisch, 2. Runde. Das sagt man heute auf Hebräisch, ja. Sie konnte jetzt Quartiere organisieren.
glauben will, ja. Aber sie ist Frau der Prinzipien. Sie will der halachisch, muss man sogar, darf man oder muss man, wird er verheiratet, muss man sagen. Aber du kannst nicht zwingen, ja. Und sie, wie gesagt, sie ist ein bisschen asketisch, es wurde schon gesagt vorher, sie hält die Treue zum ersten und dem letzten Mann. Also sie hat nie verheiratet nach dem Tod seines ersten Mann, der heißt Menashe. Gibt es den Namen von dem Mann? Sie hat viel, viel Tage gelebt. Viel, viel Tage sind schon in Hebräisch viel, viel Jahre. Okay? Also sie hat viel, viel gelebt. Viel Zeit. Und sie hat bis 105 Jahre alt gelebt. So ich nach dem Buch. Also natürlich, das ist eine Gottessegnung. Ja, das sind die langen Jahre, lebt man. Das ist klassische Talmud und klassische jüdische Tradition. Das ist eine Gottessegnung. Ja, also, die ist gerechte Frau und lebt über 100 Jahre alt. Als sie hat verstorben, sie wurden neben ihrem Mann Menashe begraben. Logisch, ja? Sie hat die Treue gehalten. Also einen Familien-Skleb, ja, sozusagen, ja, eine Familie. Es gibt solche Geschichten auch beim Juden. Ein Begriff, ja, es ist im Ordnung. Weispedu la shivat yamim, also die ganze Volk hat Shiva, sieben Tage nach Judith tot gehalten. Weitnu kol asher la legolei Menashe. Und die ganze Eigentum, das hat sie gelassen, geht nach zum Menashe, ihrem Mann, nachkommen. Also es ist unklar, ob sie hatten Kinder zusammen. Judith und Menashe vermutlich nicht, weil es steht Geulei Menashe, das heißt vermutlich die Brüder von ihrem Mann Menashe. Das ist nach hebräischer Sprache. Also die Eigentum geblieben in der Familie. עוד כל ימי, וגם אכן לא עבר איש נוכרי בישראל. ונוח, עם עיר צייטן, עם עיר יערה, שיחת פיל פיל גלבט, ופיל יערה דנח, עיר המתות, נימנד פרמד, חת דורש קוורט, דורש ישראל לנד. נימנד פרמד, אס נישט גמיינו די טוריסטן, נימנד חת. נימנד בוואפנה, יא? Keine Armee, kein Militär durch die Israel gegangen. Das ist die Meinung. Ja? Das heißt, sie hat die große Ehre und die große Dienst gemacht, auch in diesem Krieg, auch danach. Also die Fürst von diesen seltenen Leuten auf die Berge hat viel, viel Zeit geblieben. Ja? ויהי להם לישראל יום ותשועה ההוא לחג ולשמחה ויחוג אותו תמיד. Die letzte Satz vom Kapitel 16, Satz 31, sagt, dass dieser Tag, als sie hat die Juden gerettet, war eine große Erlösungstag und Tag und Fest und Freude und wurde immer gefeiert. Also, wir haben gelernt, dass der letzte Satz sagt, es wurde ein Fest als Erinnerung von dieser Geschichte. Genau wie Chanukka. Es kann sein Chanukka auch oder einen Tag vom Chanukka ist es Judith-Tag. Es gibt solche Meinungen. Das muss ich noch lernen. Für mich. Also es kann sein, die Chanukka teilweise wurde wegen Judith.
gefeuert. Ja. Okay, das ist im Kurz. Also wieder, es ist nicht dieselbe Linie. Die Linie ist klar und relativ einfach. Aber die alle Geschichten daneben und ja, die Atmosphäre, die Zitaten, wie sieht man solche Geschichten? Wie verhaltet man, ja, dass sich hat die Geschirr ins Tempel versteckt? Zum Erinnerung, ja. Sie entdeckt nicht, was ist passiert, aber er sagt, segnen sei Gott. Mhm. Und nur dann entdeckt, was ist passiert. Ja? Sie drängt sich nicht zum die Bühne auf erste Reihe. Er sagt, durch mich, nicht ich. Er sagt, nicht so. Ja? Sie immer behauptet, die Gott, sie betet. Also ganz, ganz ausnehmliche Bücher mit allen Fälschungen und historischen, nicht genaue, präzise Details. Aber doch auch mit seinem Stil, die immer spiegelt und schickt uns zum anderen Geschichten in Heiligen Schriften. Also ich glaube, das war interessant für uns, auch für, sage ich ehrlich, für mich. Es war ganz interessant. Ich habe gelesen viel. Also es ist ein besonderes Buch. Besonderes Buch. Und vielleicht deswegen, er wurde akzeptiert in katholische und orthodoxische Kirche. Weil es ganz, ganz besonders ist. Ja, das ist für heute. Nächste Woche, ich hoffe, lernen wir, aber wir müssen jetzt schon besser vorbereiten. Also jetzt beenden wir die Chanukkah. Ja, die Fragen. Ich habe noch eine Frage, ja. Und zwar, wenn ihr Mann, also wenn Menasse noch einen Bruder hatte, dann wäre es doch eigentlich die Pflicht von dem Bruder gewesen, die Judith zu heiraten. Ja. Damit sie noch Kinder bekommt, die dann Menasse zu. Das ist richtig. Sie sollen aber, die Buch beantwortet die Frage. Diese Geschichte ist richtig, gibt es eine solche Pflicht, aber nur die beiden Seiten sind dann verstanden. Mhm. Und wie es ist gesagt, sie hält die Treue zu Menasse. Mhm. Sie will nicht. Es ist klar. Sie will nicht. Auch mit den Brüdern von Menasse verheiratet. Das ist eine echte Treue, vielleicht zu Treue, vielleicht zu Asket, aber sie will nicht. Du kannst nicht zwangen. Es ist kein Zwang. Genau mit Ruth-Geschichte, das war nicht nur Boas, es war noch ein Bruder, der wollte sie nicht nehmen zum Frau. Er wollte nicht. Und ich erinnere euch, dann könnte man mit zwei oder drei oder vier Frauen verheiraten. Das war nicht die Gründe. Ich habe meine Frau, ich bin schon belegt. Nein, könnte man noch dazu Frauen nehmen. Dann. Es wurde nur später verboten. Ja? Also es kommt nur, als die beiden Seiten wollen solche Art. Ja? Und es ist klar von dem Text, sie will nicht solche. Sie vertraut nur den ersten Mann. Das heißt, wie es steht, ihre erste Mann, wir sagen heute erste und die letzte. Das ist genau, sagt man. Ja? Sie will keine Männer mehr eigene Leben. Ja? Also, es ist ganz klar für mich. Also, ein wunderschöner Tipp, diese Judith. Ja. Ja. Gut, dann ich bedanke euch herzlich, das haben Sie gewartet, geduldlich mit dieser viertelnden Geschichte. Also jetzt ist es noch nicht fertig, es kommen noch die Leute, auch schon nicht die Gruppen. Schon. Es ist schon Familien, Einzelne, ist schon einfach. Also ich habe die Muster. Gut, dann bis nächstes Mal, mit Gottes Hilfe. Ja. Ja. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Danke. Ja, danke euch alle. Gute Zeit. Ja, ich wünsche euch Frieden und
gesund. Ja. Okay. Danke. Genau.